Und jetzt alle! 2003, 2007 und dann 2023. Also stimmen wir alle ein. Okay, das funktioniert noch nicht so richtig. Da müssen wir aber noch mal ran, Leute. Am 20. Juli startet die Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Ich bin sowas von ready. Ich habe schon meine Vuvuzela wieder rausgeholt. Vuvuzela, nicht zu verwechseln mit Uwe Seeler. Mit dem kann leider niemand mehr spielen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, hä? Frau Kemkus, Entschuldigung, aber Fußball-WM, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die war doch erst gerade in Katar. Ja, das war aber doch nur die Männer-WM. Ich rede von der richtigen Fußball-WM. Der Fußball-WM der Frauen. Leute, ich kann es kaum erwarten. Wirklich, ich freue mich schon so. Ich werde mir jedes Spiel werde ich mir reinziehen hier auf, wo wird das denn jetzt eigentlich gezeigt? Ja, nach aktuellem Stand nirgends. Die Übertragung der Spiele ist anscheinend gefürchteter als die Übertragung von Corona. Und das, obwohl das Frauen-EM-Finale 2022 in Deutschland das meistgesehene Sportereignis des Jahres war. Die meistgesehene Sendung in der ARD überhaupt. Trotz der Männer-WM in Katar. Ich würde sagen 1:0 für die Frauen. Aber warum? Warum gibt es denn dann jetzt bitte keinen Sender? Das macht ja gar keinen Sinn. Und die Antwort hat, wie alles beim Fußball, natürlich mit Geld zu tun. ARD und ZDF bieten laut Medienberichten 5 Millionen, doch die FIFA hätte gerne mindestens das Doppelte. Zum Vergleich, die Männer-WM ist den Sendern ungefähr 200 Millionen Euro wert. Ist jetzt schwer zu sagen, ob die Sender jetzt geizig oder die FIFA gierig ist oder ob da noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen, wie Machtkämpfe. Fakt ist aber, Verlierer ist der Frauenfußball. Wenn es zu keiner Einigung kommt, droht FIFA-Chef Gianni Infantino sogar mit einem Blackout. Infantino legt sich das selbst aber natürlich sehr feministisch aus. Wir wollen nur, dass der Fußball respektiert wird und dass dafür das richtige Geld gezahlt wird. Denn was auch immer gezahlt wird, fließt nicht nur zu 100%, sondern zu 150% in die Entwicklung des Frauenfußballs. Ja, er ist die neue Alice Schwarzer. Ich warte jede Sekunde darauf, dass er den Sendern ein Manifest vorlegt. Infantino verhandelt das mit den Sendern. Unter anderem auch mit dem Sender, den Sie gerade sehen, der ARD. Der WDR hat die Federführung bei den Sportrechten. Und ich wollte einfach mal beim Infantino des WDR nachfragen, Intendant Tom Buro. Nur so als Privatfrau, da hätte mich gerne einfach seine Meinung interessiert, wie ist da der Stand. Aber er lässt sich entschuldigen. Und irgendwie nervt es doch langsam hart, oder? Es wird immer nur gelabert, aber wann passiert denn endlich mal was? Und man könnte übrigens den Frauenfußball mit ein paar wenigen Maßnahmen von der eigenen Strafraumgrenze bis nach vorne zum Elfmeterpunkt bringen. Glaubt ihr nicht? Zeige ich euch. Es geht schon mal los beim Thema gleiche Bezahlung. Olaf Scholz hat sich ja im letzten Jahr vor lauter Faneifer zu diesem Tweet hinreißen lassen. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für Sport, besonders für Nationalmannschaften. Hashtag Equal Pay. Das klang natürlich mega cool. Aber wie das oft so ist, sobald die Fanschminke einmal ab ist und der Fanschall ausgezogen ist, ist der Hype auch so ein bisschen vorbei. Gut, aber für Scholz ist es ja an sich immer schon Erfolg, wenn er überhaupt spricht. Ne? Deswegen. Es hat sich auch schon einiges getan. Früher musste sich Frauenfußball noch solche Unverschämtheiten gefallen lassen. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Einfach mal den Ball unglücklich voll in die Kommentatorenkabine zimmern. Für einen EM-Sieg bekommt jede Spielerin übrigens immerhin 60.000 Euro. Gut, bei den Männern ist es ein bisschen mehr. 400.000 Euro. Und 60.000, ich glaube, so viel müssen die Männer als Strafe zahlen, wenn sie zu spät zum Training kommen. Vielleicht hat der DFB aber auch einfach nur Schiss, pleite zu gehen. Weil die Frauen
haben nämlich schon ein paar Mal öfter die EM gewonnen als die Männer. 8-mal. Und 2-mal die WM. Das ist toll. Das wäre für den DFB fast so teuer geworden wie damals der Conditioner für Oliver Bierhoff. Noch immer gibt es Vereine in der ersten Bundesliga, wo Frauen nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Fast die Hälfte der Fußballspielerinnen der ersten und zweiten Bundesliga müssen neben dem Fußballspielen noch arbeiten gehen. Bei den Männern wäre das komplett absurd, oder? Stell dir mal vor, du bringst dein Kind in die Kita und da hat Mats Hummels noch seinen Zweitjob als Erzieher. Oh, ja, hallo Mats, ne? Dann viel Erfolg am Samstag gegen die Bayern. Und hier sind noch die Windeln für die Emilia und die Salbe für ihren Ausschlag am Po. Also, Mindestgehalt für Fußballerinnen. So, und dann geht der Pass von der Bezahlung jetzt mal nach vorne zum nächsten Punkt. Frauenquote. Wir sprechen über Frauenfußball, da klingt eine Frauenquote vielleicht erstmal ein bisschen seltsam. Ich rede natürlich nicht über die Quote auf dem Feld. Das sind in einer Frauenfußballmannschaft erfreuliche 100%. Aber hinter den Kulissen sind die Verantwortlichen größtenteils, na, wer weiß es, männlich. Richtig. Penisse, soweit das Auge reicht. Die deutsche Torhüterin Almut Schuld möchte gegen den Frauenmangel was tun. Sie hat mit PartnerInnen zusammen die Initiative Fußball kann mehr gegründet. Also wir brauchen mehr Frauen, auch abseits der Plätze. Also es kann jetzt nicht so schwer sein, ne? Ich kenne schon mal mindestens 2 und Tante Käthe zählt übrigens nicht. Weiter geht's jetzt Richtung gegnerisches Tor und zwar hiermit Mutterschaft. Wie sagte schon Sepp Herberger, Mutterschaft schafft Mutter leider auch in dieser Branche keine Vorteile. Nee, war nicht Sepp Herberger, war nur ich. Der weibliche Körper, Leute, ist ein gottverdammtes Wunder. Er kann so kleine schreiende Dinge machen, die dann immer größer werden. Und dann irgendwann es schaffen, den ganzen Tag PlayStation zu zocken. Wir sind quasi Gott. Aber der Körper ist nach einer Schwangerschaft einfach anfälliger für Verletzungen. Außerdem muss sich ja der Beckenboden anscheinend erstmal erholen, damit man nicht bei jedem Schuss in die Hose pinkelt. Und je nach Kopfgröße des Babys kann das dauern. Frag mal die Mutter von Wayne Rooney. Da ist was los. Bei jeder... Bei jeder normalen Verletzung wird immer alles gegeben, damit eine Spielerin schnell wieder fit wird. Und so sollte natürlich eine Spielerin nach der Schwangerschaft auch behandelt werden. Spielerinnen mit Kindern brauchen, wie alle Eltern in allen Berufen übrigens, Unterstützung. Und auch da muss man sagen, es tut sich schon was. 2021 hat die FIFA die Rahmenbedingungen für Mütter im Frauenfußball verbessert. Und letztes Jahr zum Beispiel haben mehr Mütter bei der EM gespielt als jemals zuvor. War eine richtige MILF-Party. MILF steht hier natürlich für eine Mom, I like to foul. So, und jetzt sind wir hier kurz vor dem Torschuss. Was muss sich noch verbessern beim Frauenfußball? Natürlich die Trainingskonditionen. Denn die lassen, ich sag mal, noch zu wünschen übrig. Haben wir da vielleicht einen Videobeweis? Es gibt Vereine, die haben keine 10 gleichen Bälle. Wo man sich sagt, hey, ihr spielt in der Frauen-Bundesliga, ihr habt keine 10 gleichen Bälle. Also es fängt bei so Kleinigkeiten an. Wie keine 10 gleichen Bälle? Selbst wir haben 10 gleiche Bälle. Ja, es fängt bei Kleinigkeiten an, geht dann aber leider mit Großigkeiten weiter. Zum Beispiel zu wenig Kabinen. Ich glaube wirklich, in jedem H&M gibt es mehr Umkleiden als im kompletten Frauenfußball. Oder keine eigenen Plätze. Ich habe mal Spielerinnen von Fortuna Köln gefragt. Die haben einen super Platz im Verein. Die Frauen aber werden ausgelagert und müssen woanders trainieren. Ich persönlich muss 2-mal die Woche 10 Kilometer mit dem Fahrrad hin zum Training und 10 Kilometer wieder zurückfahren. Unseren anderen Damenmannschaften steht nur der Aschplatz zur Verfügung. Dabei hat Fortuna aber einen großen Rasenplatz, wo wir Frauen aber gar nicht trainieren dürfen. Der ist nur für die Profi Mannschaft der Herren. Ja, auf den teuren Rasen kannst du die Frauen nicht rauflassen. Nee, stell dir mal vor, da kommt da überall Menstruationsblut drauf. Geht der kaputt, der schöne Rasen. Professioneller Fußball braucht professionelle Bedingungen.
Man kann ja auch nicht ein Kind ohne ein Schwimmbecken dazu bringen, sein Seepferdchen zu machen. Ja, da ist eine Pfütze. Jetzt los. So, und wenn das hier alles geschafft ist, dann müssen die Frauen den Ball nur noch reinmachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich habe jetzt noch mehr Bock auf die Fußball-WM. Also Leute, egal wo die WM dieses Jahr läuft, schaut sie euch an. Nehmt eure Kinder mit zu den Frauenfußballspielen, feiert unsere Frauen und feiert den Fußball. Bitte. Es gibt ja übrigens bei den Herren gibt es ja so eine Tradition, die meiner Meinung nach also völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Und zwar einen offiziellen WM-Song des DFBs, wo auch die Nationalmannschaft selber so peinlich mitsingt. Gab es bis in die 90er Jahre zu jeder WM. Okay, man muss sagen, die praktische Umsetzung sah dann meistens mehr nach einem sehr schlimmen Verkehrsunfall aus. Und ich weiß noch, die Gesichter von den Spielern, die sahen immer so aus, als wären sie seit Monaten in Geiselhaft. Alter, Felix Magath, ich schwöre, das ist der Moment, in dem der entscheidet, für den Rest seines Lebens als Trainer unschuldige Spieler zu quälen. Ich muss die Scheiße hier singen, ich werde euch so fertig machen. Aber der WM-Song hat einem ja auch immer so ein bisschen die Kultur des Gastgeberlandes näher gebracht. Zum Beispiel unvergessen Lothar Matthäus und Pierre Littbarski zur WM in Mexiko. Die hatten jetzt mit Singen vielleicht nicht so viel am Hut, aber einen Hut hatten sie auf jeden Fall. Mexiko, mi amor, mi amor, mi amor. Holt mich hier raus! Und der WM-Song hat uns natürlich auch unvergessliche Momente geschenkt. Zum Beispiel, als der DFB sich 94 unerwartet nah an der queeren Szene gezeigt hat, weil er für den WM-Song die Village People eingekauft hat. Danach hat man komischerweise entschieden, nie wieder einen WM-Song aufzunehmen. Zu Unrecht, Leute. Denn uns bei Dix ist aufgefallen, ey, man könnte sowas doch einfach auch machen, aber in gut. Ohne diese Geiselhaft-Gesichter. Und für die Frauen-WM. Und wir haben einfach mal die deutsche Nationalelf gefragt, ob sie Bock haben, da mitzumachen. Und was soll ich sagen? Hatten sie. Darum präsentiere ich hier und jetzt, nicht ohne Stolz, unseren Song für die Fußball-WM 2023. Wir, ihr alle, eins.